angenommen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 13, Antrag der Fraktion der Piraten, das ist die Drucksache 14167, Bus und Bahn attraktiver machen, kommunale Finanzierungsinstrumente für den ÖPNV ermöglichen. Ich öffne die Aussprache und öffne die Aussprache und erteile für die Fraktion der Piraten dem Kollegen Bayer das Wort. Der ist schon da. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Fahrgäste am Livestream. Die Zeit, die Zeitung, hat letzte Woche eine Untersuchung des Instituts Civity veröffentlicht, in welcher der öffentliche Nahverkehr in bundesweit 50 Städten verglichen wurde. Das Ergebnis: Köln und Duisburg haben bundesweit den schlechtesten Nahverkehr und haben es kaum besser. Der Nahverkehr im gesamten Ruhrgebiet fällt deutlich hinter Städte anderer Bundesländer zurück, die eigentlich ja gar nicht so gute Voraussetzungen mitbringen wie das Ruhrgebiet. Als Ursache für schlechten kommunalen ÖPNV wurde erstens die autozentrierte Verkehrspolitik genannt. Und zweitens ist die Unterfinanzierung des ÖPNVs dafür verantwortlich, dass das Verkehrsangebot nicht erweitert werden kann. Den Kommunen fehlt das Geld. Der Nahverkehr fährt auf Verschleiß. Der Nahverkehr in den Städten und Regionen Nordrhein-Westfalens bleibt weit hinter seinen Möglichkeiten und ist für Pendelnde, Gelegenheitsfahrende und Touristen wenig attraktiv. Dabei werden die Infrastruktur und die Qualität des öffentlichen Nahverkehrs immer wieder bei vielen Veranstaltungen, bei vielen Gelegenheiten als Schlüsselqualifikation der Regionen in NRW benannt. Als die große Voraussetzung für eine gute Entwicklung in der Zukunft, vor allem der Städte. Und aber auch als das größte Defizit und als das große Problem, um das man sich auf kommunaler und regionaler Ebene dringend kümmern müsste. Zuletzt zeigte mir das eine Veranstaltung des Regionetzwerks am Freitag letzte Woche in Meerbusch. Aber wie gesagt, das war auch bei vielen Neujahrsansprachen sehr, sehr oft immer wieder Thema. Die Kommunen wollen raus aus dieser Zwickmühle, ihre Erkenntnisse, die sie ja haben, nicht in Innovationskraft für den ÖPNV umsetzen zu können, weil sie weder finanziell noch strukturell die Möglichkeiten dazu haben. Und die Finanzierungsprobleme, die wachsen. Die gegenwärtig einzige auf kommunaler Ebene mögliche Finanzierungssäule ist der steuerliche Querverbund, das Querfinanzieren durch Energieversorger und so weiter. Und ja, Stichwort RWE, Braunkohle, ne? Diese Säule stemmt laut ITNRW derzeit noch 457 Millionen Euro jährlich. Doch diese Säule wird wegbrechen und das ist katastrophal. Das dürfen Sie hier nicht zulassen. In ländlichen Räumen dagegen ist der Nahverkehr fast vollständig auf öffentliche Zuschüsse vor Ort angewiesen. Und weil öffentliche Mittel stets knapp sind, wird auch das Nahverkehrsangebot auf ein Minimum beschränkt. Kleinstädte oder ländliche Regionen haben also überhaupt keine Chance, den Einwohnerinnen und Einwohnern einen besseren ÖPNV zu bieten. Halten wir fest, ohne zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten werden es die meisten Gemeinden in NRW weder im hochverdichteten noch im ländlichen Raum schaffen, einen besseren Nahverkehr zu gewährleisten. Was also zu tun, wenn man das Nahverkehrsangebot auf mindestens demselben Niveau halten möchte? Sollen die Verkehrsunternehmen die Preise erhöhen? Das ist eine schlechte Idee. Seit dem Jahr 2000 sind laut Statistischem Bundesamt die Preise für den ÖPNV bereits um 73% gestiegen. Im Vergleich dazu, Autofahren wurde nur um 27% teurer. Also, sollen die Verkehrsunternehmen neue Tarife erfinden, um vielleicht zusätzliche Zielgruppen zu erschließen? Auch eine schlechte Idee, denn schon jetzt blickt durch den Tarifdschungel keiner mehr durch. Sollen die Verkehrsunternehmen E-Ticketing ausbauen und Kilometer genau abrechnen? Auch eine schlechte Idee, denn das E-Ticketing löst diese Probleme nicht. Pilotprojekte zeigen, ÖPNV-Tarife werden dadurch weder billiger noch nachvollziehbar. Sollen also Verkehrsunternehmen sich einfach zurücklehnen und auf den Geldregen von Bund und Land warten? Ich sage auch eine schlechte Idee, denn es geht hier nicht um das Weiterschieben der Verantwortung, was man damit gerne tut, sondern um die tatsächliche Umsetzung. Die Enquete-Kommission zur Finanzierung, Innovation, Nutzung des ÖPNV in NRW hat in ihrem Bericht Lösungsvorschläge aufgezeigt, auch für die mittel- und langfristige Finanzierungsperspektive. Die Lösung kann nur darin bestehen, dass diejenigen, die für den ÖPNV verantwortlich sind, eigene zweckgebundene Instrumente
zu dessen Finanzierung erhalten, wenn sie es denn wollen. Die Entscheidung liegt da bei den lokalen Akteuren. Dafür gibt es diesen Antrag. Für den Autoverkehr gibt es diese Möglichkeit bereits. Umso unverständlicher ist es, dass den Kommunen beispielsweise kein Recht eingeräumt wird, für die Errichtung von ÖPNV-Haltestellen einen Erschließungsbeitrag zu verlangen. Nun sind wir also hier fähig, wir Abgeordnete hier im Landtag sind fähig, Ermöglicher zu sein. Wir können Gesetze ändern, die Voraussetzungen schaffen, damit die kommunalen Vertreter damit arbeiten und weitermachen können. Wir können die Kommunen durch Änderung des Kommunalabgabengesetzes dazu befähigen, eigene ÖPNV-Finanzierungsinstrumente einzuführen. Das belegen auch einschlägige Rechtsgutachten. Ich komme zum Schluss. Andere Bundesländer sind da schon viel weiter als NRW. Darum bitte ich Sie, im Antrag zuzustimmen. Der Nahverkehr braucht jetzt eine Lösung, nicht erst Monate oder Jahre nach dem Wahlkampf. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bayer. Es spricht für die SPD-Fraktion Herr Kollege Löcker. Sie haben mich gerufen, Herr Präsident, ich bin da. Herzlichen Dank für die Freue mich sehr. Ja, genau. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gerne hätte ich heute Abend insbesondere über den Evaluierungsbericht in Sachen PBFG hier im Plenum diskutiert. Ein sicher spannendes Thema, interessiert Zehntausende Beschäftigte im Nahverkehr. Angesichts der fortschrittenden Zeit will ich aber sozusagen in der Kürze liegt die Würze heute Abend, will mich beeilen in der Sache. Der ÖPNV ist unverzichtbar. Herr Bayer, Sie haben es ja gerade vorgetragen, kommunale neue Finanzierungsinstrumente brauchen wir natürlich, müssen wir ermöglichen. Die von den Piraten jetzt vorgelegte Eile, so will ich mal sagen, vorgegebene Eile der Landesregierung jetzt mal schnell Vorschläge darüber zu abverlangen, wie dieses in die Tat umzusetzen sei, ist zwar verständlich, meine lieben Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, aber wirkt eher unausgegoren und übereilt. Ich will nicht spekulieren, warum Sie diese Eile an den Tag legen. Für uns gilt Gründlichkeit vor Schnelligkeit, meine Damen und Herren. Und deshalb werden wir diese Frage später in Ruhe diskutieren und Ihren Antrag heute ablehnen. Herzlichen Dank. Dankeschön, Herr Löcker. Und die CDU-Fraktion wird nun vertreten von Herrn Kollegen Rehbaum. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, guter Nahverkehr kostet Geld. Und wir müssen immer abwägen, wie viel Nahverkehr wollen wir, was können wir bezahlen, was ist zumutbar für den Fahrgast. Heute gibt es drei Säulen für die Finanzierung des ÖPNV in NRW. Die erste Säule sind die Fahrgelderlöse, die zweite sind die Fahrgeldsurrogate, das heißt verbilligter Ausbildungsverkehr, der ausgeglichen wird, und die Erstattung in der Schwerbehindertenfreifahrt. Und die dritte Säule sind die Mittel der öffentlichen Hand, die wir auch in Zukunft immer gebrauchen werden. Das Märchen vom kostendeckenden ÖPNV gibt es nicht. Wir brauchen Investitionsbeihilfen, Bestellerentgelte und Ausgleichszahlungen. An diesen drei Säulen müssen wir festhalten und ja, sie im Grunde stetig effizienter und produktiver gestalten. Andere Säulen sehen wir als CDU-Fraktion nicht. Wir sehen auch nicht, dass alle Heilmittel in der stetigen überdimensionalen Erhöhung der Fahrpreise. Tariferhöhungen sind hin und wieder notwendig. Daran führt kein Weg vorbei. Vor allem die Lohnabschlüsse erfordern eine Tariferhöhung. Das ist absolut richtig und erforderlich, damit die Lohnabschlüsse auch durchgesetzt werden können. Ansonsten betreibt man keine seriöse Verkehrspolitik. Wir wollen auf die Dauer auch nicht die Zahlungsbereitschaft der Kunden überreizen und die Fahrpreiserhöhung ständig über den Inflationsausgleich hinaus betreiben. Aber das ist am Ende Sache der Verkehrsbetriebe. Da brauchen wir nichts als Landtag dazu zu sagen. Was uns wichtig ist, dass die Kunden im ÖPNV treu bleiben und dass wir verhindern, dass sie enttäuscht werden und sich wieder dem Auto zuwenden. Das wäre sicherlich keine gute Entwicklung. Das müssen wir immer im Auge haben. Wichtig ist Effizienz im Einsatz der öffentlichen Gelder. Man muss einfach zusehen, dass mit dem verfügbaren Budget eine maximale Verkehrsleistung erbracht wird. Wir müssen die Bestrebungen darauf konzentrieren, dass das Erreichte gesichert wird und dort, wo es möglich ist, auch weiterentwickelt wird. Wer echte Lösungen will, muss dicht an der Wirklichkeit dranbleiben und nicht Unrealistisches fordern, wie es die Piraten in ihrem Antrag tun. Utopische Forderungen sind wir ja gewohnt, aber das muss jetzt so nicht sein. Die Forderung Nummer zwei im Antrag reiht sich in diese utopischen Forderungen ein. Die Piraten wollen eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes.
mit der die Kommunen die Möglichkeit erhalten, eigene Erschließungsbeiträge zur Finanzierung der erstmaligen Erstellung der ÖPNV-Infrastruktur erheben. Das ist völlig systemfremd und gerade eine absurde Forderung. Ein Erschließungsbeitrag ist eine vom Grundstückseigentümer zu entrichtende Kommunalabgabe, mit der die Kommune die Erschließung eines Grundstücks finanziert. Erschließungskosten entstehen zum Beispiel, wenn ein Grundstück an das Wasser- oder Stromnetz sowie an weitere technische Netze und an das Straßennetz angeschlossen wird. Die Piraten wollen jetzt auch noch zusätzliche Erschließungskosten draufsatteln, wenn eine neue Straßenbahnlinie gebaut wird. Das ist juristisch nicht haltbar, weil der Sondervorteil fehlt, wenn jemand diese Linie nicht benutzt, wenn er mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Und wir wissen ja, wie schwer es heute schon ist, eine Haltestelle oder gar eine ganze Straßenbahnlinie zu bauen, ohne direkten Protest der Anwohner zu bekommen. Und was passiert erst, wenn diese Anwohner dann auch noch mit Beiträgen belegt werden? Das kann nicht richtig sein und ist mit uns auch nicht zu machen. Die Forderung nach einer Änderung des Kommunalabgabengesetzes, um eigene Beiträge zur Finanzierung des ÖPNV-Betriebs zu erheben, ist nicht diskutabel. Das wäre eine ÖPNV-Betriebssteuer, eine neue Steuer, und wir lehnen die Einführung neuer Steuern ab, weil das der falsche Weg wäre. Daher lehnen wir den Piratenantrag ab. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Rehbaum. Und als nächster Redner spricht für die Grüne Fraktion Herr Beuth. Der Kollege der FDP war, glaube ich, etwas schneller, nur trotzdem sollten wir an der Redeliste bleiben. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bayer, viel lieber hätte ich ja zum nächsten Punkt gesprochen, wo Sie uns auffordern, 100.000 Fahrzeuge im Prinzip zu erwerben. Aber hier auch einige Zitate, die Sie selber erwähnt haben. Sie haben den Zeitartikel ja und den entsprechenden Bericht kommentiert, dass angeblich der ÖPNV in NRW so besonders schlecht ist. Sie haben es aber unterlassen zu sagen, dass es auch einzelne Städte gibt, wo der ÖPNV in NRW gerade besonders gut ist. Ich kann ja hin und wieder auch mal meine eigene Stadt selber loben, die da, glaube ich, die zweitbeste Angebot im ÖPNV selber hatte. Da stellt sich auch immer die Frage, wer ist dafür verantwortlich? Regelmäßig sind verantwortlich die kommunalen Aufgabenträger, also auch die Mitglieder des Rates der jeweiligen Kommune. Zweitens sagten Sie, der Querverbund oder was würde die Finanzierungsgrundlage fast aller kommunalen Verkehrsunternehmen in den Großstädten sein. Das trifft aber auch, wie gesagt, nicht für alle zu. Es gibt auch Städte, die durchaus nicht die entsprechende Energieversorgung im ganzen Stadtgebiet haben und es aus dem städtischen Haushalt zum großen Teil finanzieren. Dann haben Sie erwähnt, dass die Tarife im Regelfall durch die Verkehrsunternehmen ergriffen werden. Das ist eigentlich auch falsch, denn es gibt in NRW fast ausschließlich Verkehrsunternehmen, die Teile von Tarifverbünden sind. Und da sind die Gremien der entsprechenden Tarifverbünde auch entscheidend. Nun aber zu Ihrem eigentlichen Antrag. Schon in der Debatte zum Tagesordnungspunkt 6 heute Nachmittag habe ich darauf hingewiesen. Heute vor 20 Tagen haben wir genau an dieser Stelle den Bericht der Enquetekommission Finanzierungsoptionen des öffentlichen Personennahverkehrs in NRW zur Kenntnis genommen. Genau vor diesen 20 Tagen hat das Parlament bei der Beratung dieses Kommissionsberichts ebenfalls den Erschließungsantrag von SPD und Grünen zugestimmt. Und zwar mehrheitlich bei einer Enthaltung der Fraktionen von CDU, FDP und Ihnen, den Piraten. Dabei haben wir in unserem Entschließungsantrag die Landesregierung aufgefordert, ich zitiere, den vorgelegten Bericht der Enquetekommission 4 als Grundlage ihres weiteren Handelns zu nutzen. Im Antrag der Piraten heißt es nun fast textgleich, den Bericht der Enquetekommission, ich zitiere, als Ausgangslage für ihre verkehrspolitischen Handeln zu nutzen. Dann haben Sie es also in den wenigen Wochen zumindest von einer Enthaltung zu einer Zustimmung durchringen können. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Bayer. Ja, sehr. Ja, vielen Dank, Herr Beuth. Eine Zustimmung zu dem, dass die Landesregierung sich darum kümmern soll, ist ja gut. Ich finde es auch toll, dass es in Bonn natürlich anders aussieht als in vielleicht anderen Städten von Nordrhein-Westfalen. Aber nun gibt es ja Städte, die dringend oder auch Verkehrsverbünde bzw. Tarifverbünde, die dringend solche Finanzierungsinstrumente brauchen können. Was sagen Sie denen und nicht Bonn an dieser Stelle? Ich habe ehrlich gesagt die Frage nicht verstanden.
Das kann aber Akustik sein. Also ich glaube auch, und wie gesagt, ich kann unterstellen, dass Sie meine, andere Städte wären vielleicht ärmer als Bonn. Da kannst du nur darauf hinweisen, dass wir, glaube ich, die dritthöchste Pro-Kopf-Verschuldung von allen kreisfreien Städten in NRW haben. Die Frage im Prinzip in Reich und Arm greift hier also auf jeden Fall auch zu kurz. Es ist immer eine Frage der kommunalen Verantwortung und wie sie wahrgenommen wird. Aber wie gesagt, ich lasse jetzt zum großen Teil mein Redemanuskript im Prinzip dann auch weg, weil ich glaube, am Ende hat sich das Ganze ja darauf bezogen, dass Sie auch sagen, es sollten neue Rechtsgrundlagen geschaffen werden. Ich glaube, die Diskussion über neue Rechtsgrundlagen haben wir sowohl in der Enquete, auch mit Ihrer durchaus sehr positiven Leitung tatsächlich viel diskutiert. Nur Sie können doch nicht allen Ernstes davon ausgehen, dass wir jetzt in den verbleibenden 3 Monaten bis zur Landtagswahl noch im Gesetzgebungsverfahren so grundsätzlich einsteigen werden. Es gibt natürlich auch im Prinzip durchaus auch Probleme mit einer entsprechenden Lösung. Also es muss gar nichts erfolgen, es muss letztendlich auch alle Konsequenzen bedacht werden und es muss vor allem auch die Akzeptanz für die Fahrgäste beachtet werden. Denn wenn man die Schweiz tatsächlich als Vorbild geben, dann ist es so, dass die Leute dann auch sagen, der öffentliche Nahverkehr, die Tram ist für uns positiv, die wollen wir haben. Wenn sie hier immer nur mit höheren Kosten, mit höheren Abgaben kommen, dann ist diese zumindest auch zu bedenken, ob man das wirklich damit den richtigen Weg bestreitet. Da kann man die Zweifel haben. Das geht auf jeden Fall nicht in diesen 3 Monaten noch. Das ist eine schöne Aufgabe auch für unsere Nachfolgerinnen und Nachfolger in der nächsten Wahlperiode. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Beul. Und für die FDP-Fraktion spricht nun Herr Raschel. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch in den Räumen nebenan. Der ÖPNV ist ein wichtiger Bestandteil der Verkehrspolitik im Lande Nordrhein-Westfalen. Da sind sich alle Fraktionen in diesem Hohen Hause einig. Wir haben die Thematik über Monate, über 2,5 Jahre diskutiert, in der Enquetekommission, aber auch oft im Verkehrsausschuss und haben die verschiedenen Standpunkte dargelegt. Wir kämpfen alle zusammen für Transparenz und für mehr Effizienz. Wir reden über neue Systeme, über neue Finanzierungskonzepte. Das werden wir auch in der nächsten Legislatur fortführen. Die Position der FDP ist klar. Wir lehnen kommunale neue Finanzierungsinstrumente ab, ebenso die Drittnutzerfinanzierung. Wir sind der Auffassung, der Staat ist für die Infrastruktur zuständig, sowohl für Sanierung als auch für den Ausbau. Und zuständig für den Betrieb sind die Einnahmen, die die Fahrgäste zu zahlen haben. Und dann funktioniert das System mit klaren, transparenten Regeln. Und dafür werden wir uns heute und auch nach der Landtagswahl einsetzen. Herzlichen Dank. Dankeschön, Herr Rasche. Und jetzt spricht die Landesregierung, Herr Minister Droschek. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, am 26.01. diesen Jahres hat der Landtag sich ausführlich mit dem sehr klugen und intelligenten Enquetebericht auseinandergesetzt. Er hat Aufträge an die Landesregierung erteilt. Die Landesregierung wird die Aufträge abarbeiten und wie beschlossen im Jahr 2019 Bericht erstatten. Vielen Dank, Herr Minister Groschek. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Wer also stimmt dem Inhalt des Antrags zu? Die Fraktion der Piraten. Wer stimmt dagegen? SPD, Grüne, CDU und FDP. Gibt es Enthaltungen? Herr Schwert, fraktionslos, enthält sich. Damit ist dieser Antrag mit breiter Mehrheit abgelehnt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 14.